Hannover gegen unsere Domstadt-Elf. Wiedersehen mit alten Bekannten Marco Manning-King, die 19 und die 5 Björn Zimbo-Zimmermann im Trikot der Blauen. Ja, die Alarmglocken waren an bei der Domstadt-Elf nach dem 0:2 gegen den VfL Osnabrück. Wusste auch Jürgen Stoffregen, dass das hier sicherlich kein leichtes Spiel wird. Mannschaftliche Geschlossenheit sah man wieder im Kreis, aber auch Pressegeschlossenheit sah man, nämlich Oliver Carstens und Andreas Kreth, City Lights und Hatz gemeinsam auf der Bank. So muss das sein. Die Domstadt-Elf in den roten Trikots legte gleich los wie die Feuerwehr. Das ist Sotirios Panagiotidis mit dem langen Ball nach vorne und Omar Fahmy vorher am Ball, Algermist und Philipp Rocker. Aber Björn Zimmermann auf der Linie der Blauen. Hier sehen wir es nochmal. Sascha Algermissen bekommt den Ball an die Schulter und Philipp Rocker trifft hier nur Björn Zimmermann auf der Linie. Das ist die erste Chance gleich zu Beginn des Spiels. Weiter ging's. Eckball von links Dominik Hartmann. Und da kommt Elias Papadopoulos. Mal ein Schussversuch aus der Ferne. Aber weiter ging's nach vorne. Schön weitergelegt hier. Benny Plaschke. Und da ist wieder Omar Fahmy, aber kein Problem für den jungen Sascha Algermissen. Omar Fahmy fehlt ja letzte Woche. Man hat ihn vermisst beim Spiel gegen den VfL Osnabrück. Langer Ball von Plaschke, dann von Lange war es. Entschuldigung, von Lange. Und da ist auf jeden Fall Omar Fahmy und Sascha trifft ihn. Sascha Algermissen trifft ihn unten am Knöchel mit dem Handgelenk. Dabei verdrehte er sich das Knie, konnte aber weitermachen. Aber die Entscheidung, Sie haben es gehört, Elfmeter. Elias Papadopoulos. Und auch der Nachschuss sitzt nicht. Sascha Algermissen hält sein Team hier im Spiel. Hier sehen wir es nochmal. Der kurze Anlauf und dann richtig entschieden von Sascha Algermissen. Und hier den Nachschuss schwer zu kontrollieren. Da ging das an. Entschieden rein von Elias Papadopoulos. Aber trotzdem, die Roten machten weiter und die Blauen mussten verteidigen. Das ist Dominik Hartmann, der Kapitän, und wieder Philipp Rucker. Ah, unsere Nummer 16, klasse Schussversuch, hier sehen wir es nochmal, wird aber auch entscheidend gestört von Björn Zimmermann. Hier sehen wir es nochmal, trifft den Ball nicht richtig und dann geht der knapp am Tor vorbei. Die nächste richtig gute Chance. Ja, was soll ich sagen? Und wieder die Roten. Plaschke auf Rocker, der Dominik Hartmann sieht. Und der trifft leider nur das Außennetz. Ich kann auch Omar Fahmy nicht glauben. Dann Freistoß aus dem Halbfeld von unserem Capitano. Von Dominik Hartmann. Abgefälscht. Tor! 1:0 für die Domstadt-Elf. Dominik Hartmann, die Nummer 7, unser Kapitän, hat getroffen nach diesem Freistoß. Und da muss der Frust einfach mal raus aus der letzten Woche. Hier sehen wir es nochmal. Abgefälscht durch die Mauer. Und dann keine Chance für Sascha Algermissen. Und das absolut hochverdiente 1:0 für unseren VfV 06. Hier stehen, hier sehen wir es uns auch verkehrt rum, aber weiter ging's. Wieder die Domstadt-Elf. Ja. Schöne Ecke hereingegeben. Omar Fahmy ganz knapp in der Mitte vergeben. Ja, kurz vor der Halbzeitpause, da kamen dann die Blauen auch mal vor das Tor. In die Nähe von Nils Tumbe, der bislang ohne Aufgabe blieb. Und hier war es ganz knapp. Dustin Heuns mit dem Versuch. Ja, wir gehen jetzt in die zweite Halbzeit. Ich würde Ihnen gerne eine unglaubliche Chancenanzahl wieder zeigen. Aber, ja, Pustekuchen. Wir gehen in die 92. Minute, denn ein Abbild der letzten Woche war zu sehen. Keine einzige Chance in der zweiten Halbzeit für den VfV Borussia 06 Hildesheim. Stattdessen ein paar kleine Chancen für Arminia Hannover. Und hier die letzte in der 92. Minute. Da sehen wir daran, weil hier auch Sascha Algermissen schon wieder mit nach vorne geht. Und ich, ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Wir sehen uns nächste Woche wieder nach dem Spiel, wenn der TSV
Ottersberg zu Gast ist. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt nochmal Dustin Hoynes. Das 1:1. Ja, ein Unentschieden. Lässt sich ein bisschen wie eine Niederlage anfühlt. Bis dahin noch eine schöne Woche.